So, weiter geht's heute mit den Racing Icons Teil 3 und zwar den R32 GTR. Let's go! Wo sind wir denn heute? Ich habe jetzt zu schnell weggedrückt, dass ich jetzt irgendwie was gucken könnte. Wir sind in Sydney. Mit jeweils wieder 3 Runden. Und wenn so Special Friend aus der letzten Folge nicht dabei ist, dann bin ich wohl der Dinge, dass wir das Ding auch diesmal gewinnen. Weißt du, ich habe da so ein Gefühl, dass einer der Fahrer da unten bereit ist, die Sache ein bisschen interessanter zu machen. Was noch? Ah, tut mir leid. So, let's go. Die Rennleitung ist bereit für den Start. So, mit dem Nissan Skyline GTR 32, der Nachfolger ist ja der bekannteste Skyline der Skyline-Reihe, das ist ja der aus der Fast and Furious. Und jetzt haben wir zumindest mal uns ein bisschen nach vorne gesetzt. So, erste Zeit ist gesetzt auf jeden Fall. Und das nächste, der nächste ist unser Teamkollege. Sind wieder das gleiche Modus, 3 Runden Zeit, einfach die schnellste Rennrunde setzen. Und damit wird die Rangliste dann gebildet. So, angetäuscht rechts und dann einfach links vorbei. Die Zwischenzeit, da hat es aber wieder einen erwischt. Ich denke, das war's mit ihnen. Das dürfte DNF gewesen sein. Für das erste Auto. Es reicht, um in Führung zu gehen, jedenfalls. Ja. Ich glaube, das dürfte. Ja. Und wer ist jetzt auf jeden Fall sein Auto weggeworfen? Und das ohne Zeit. Wir dürften eigentlich jetzt nur noch 15 Autos sein. Der sich da wegdreht, aber. Oh, wir sind doch noch voll. Dann war das der, der sich da im Meckerhorn hatte. Ein bisschen nochmal aufgeholt, aber es reicht noch nicht, um ganz nach vorne zu kommen. Ja klar, wir verlieren Zeit halt, weil wir dann die ganze Zeit überholen müssen. Ah, es reicht nicht ganz, um eine neue Zeit zu setzen. Oh, da hat es einen erwischt und der ist raus. Da hat es, glaube ich, den Reifen erwischt. Den Reifen erwischt. Da flog uns auf jeden Fall ein Teil entgegen. Jetzt zerbröseln sich die ein oder andere Auto. Wir haben jetzt ein bisschen Luft da vorne. Da vorne kommen jetzt die nächsten zwei irgendwann. Auf jeden Fall eine zweite Sektorzeit und zwar eine violette, das heißt, wir sind schneller.
Und damit sind wir raus aus der schnellen Runde. Die Zeit ist safe. Die 32-0, die wir da jetzt gesetzt haben. Ja, es reicht aber nicht, um nochmal eine Zeit zu setzen. Die wäre jetzt schneller gewesen, aber die war ja ungültig. Aber egal, wir haben es geschafft, wir sind vorne. Der Teamkollege auf 6, damit haben wir auch ein gutes Ergebnis rausgeholt. Wir haben einen neuen Rang, und zwar Rang Nummer 70 mittlerweile schon. Die Frage ist aber, ob man die 99 rauskriegen. Den ersten Teil der Karriere sind wir ja fast durch. Das sind ja, glaube ich, jetzt sind 4 Teile oder so. Also die Karriere dauert noch ewig. Wir sind schon fast bei Folge 100. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwo bei Folge 90 liegen. Dreh rum. Naja, wie dem auch sei, den nächsten Teil... Das ist hier das. Okutama Grand Hill Climb. F1000 mit einer Runde in Okutama auf der Strecke, die ich überhaupt nicht so leiden kann. Ja, das ist auf jeden Fall der nächste Teil. Und dann haben wir hier nur noch 4 Rennen nächste Woche. Mit auch jeweils nur einem Rennen und dann das große Finale. Mit dem Showdown hier. Und dann sind wir durch mit Teil Nummer 1 der Karriere, weil dann geht es nämlich weiter. Dann sind wir wieder mit World Series durch. Und weiter geht's dann mit dem nächsten Teil. Das ist hier der die Great World Series Final. Finals auf jeden Fall. Ja. Gut, dann haben wir das auch durch. Genau, Touring haben wir hier einmal und dann haben wir die Stock Car, Tuner, GT, dann die FA, dann macht die Invisional und ja, gut, das hier. Ja. Naja, wir haben ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder dann mit dem nächsten Teil. Ne, morgen nicht, Quatsch. Am Montag natürlich wieder. Um 14 Uhr mit dem Okutama Grand Hill Climb.